bin stinksauer. Wir haben die zweite Verhandlung. Wir haben in der ersten Verhandlung klar gesagt, wir wollen ein Angebot. Unsere Forderung ist nicht so kompliziert. 8% für 12 Monate. Und die Arbeitgeber haben es heute nicht geschafft, ein Angebot auf den Tisch zu legen. Ich sag mal, es war so ein bisschen wieder auf die Tränendrüse zu drücken, die armen Arbeitgeber, wie hoch die Belastungen sind. Sie können aber teilweise ihre Kosten weitergeben, ob es Energiekosten sind, ob es erhöhte Materialkosten sind und so weiter und so fort. Wir können es nicht. Wir haben nur ein Portemonnaie, wir haben nur unsere Einkünfte. So, und damit müssen wir klarkommen. Ich habe zum Beispiel heute sehr geärgert, dass Herr Kirchhoff gesagt hat, die Unternehmen sparen schon sehr groß an Energiekosten, die Leute noch nicht. Sie sollten sich doch vielleicht einen Pullover kaufen, damit sie nicht frieren. Sie verlangen von uns auch noch im Zweifelsfall, dass wir Einschnitte beim Weihnachtsgeld hinnehmen, dass wir Einschnitte bei den Jahressonderzahlungen hinnehmen. Das haben wir als Affront zurückgewiesen, das ist eine Provokation. Wir haben uns gerade eben mit den Jugendlichen und Auszubildenden hier versammelt, vor der zweiten Verhandlungsrunde unsere Forderung nochmal zu übergeben. Wir haben eine große Achterbrezel fertigen lassen bei der Bäckerei, um den Arbeitgebern klarzumachen, dass sie nicht sie sind, wenn die hungrig sind. Die Arbeitgeber sagen, okay, wir müssen gucken, dass die Belegschaften, dass sie von uns nicht so mobilisiert werden, aber ich sag dazu, ich glaube, wir brauchen die gar nicht zu mobilisieren. Das Geld wird immer enger in den Taschen. Man muss nur einkaufen gehen, wir wissen doch, was los ist. Wir brauchen die Belegschaft nicht zu mobilisieren. Ich glaube, die sind bereit, die kommen so raus. Sollten sich die Arbeitgeber wirklich dazu entscheiden, uns sich entgegenzukommen, dann sind wir bereit für die Warnstreiks, wir sind bereit für die 24-Stunden-Streiks und auch durchaus mehr. Am 28.10. treffen wir uns das dritte Mal. Das ist ein Tag vor Ende der Friedenspflicht. Entweder kommt dann ein richtig guter Hammer von Ihnen, oder ab dem 29. brauchen wir starke Warnstreiks. Und wenn die Warnstreiks nicht reichen, sind wir in NRW auch in der Lage, mehr zu machen. Das ist der Plan. Ich zähle auf euch.